Hey! Alte Villa sind wir noch. Was hier noch alles zu entdecken gibt, Freunde, das werden wir jetzt rausfinden. Ich denke mal, in irgendeinem Mülleimer ist Überreste, hä? Oder auch nicht, oder? Dagegen Gift. Wenigstens schon mal etwas gefunden hier. Nebula in der Haus. Ja. So, Nebula. Kurz mal geflüchtet. Was soll denn das andauern? Ein paar Meter läufst du und schon zack. Counter Encounter. So, gucken wir weiter. Wieder ein Nebula, war ja klar. Es wird Zeit für Schutz, hä? Weil das nervt. Das nervt. Ja. So, dann war nichts mehr da. So, Zeit für Schutz, hä? Das ist ja übel nervig, Alter. Let's go, Schutz! Let's go, Schutz! So, Beutel und Schutz an hier! Wo haben wir den Schutz hier? Okay, anscheinend haben wir gar keinen Schutz, hä? Doch, haben wir hier! Sehr gut! Endlich mal Ruhe. So, dann waren wir schon fertig hier. In der Gespenstervilla. Dann können wir noch mal ein Tätsel kurz. Dann können wir wieder abzischen. Waren wir hier schon drin, da? Ja, waren wir. Da drüben aber auch, oder? Ja, dann können wir abzischen. Und tschüss. Nichts wie raus hier aus der Gespenstervilla. Los, komm, wir die Zerschneider! Und Abmarsch! Mal kurz heilen. Ach, da war das Pokémon Center! Ich schaue wieder woanders um, Lodge. Hey, wir kommen jetzt ins Galactic Gebäude. Die Musik ist nice. Ich ahne Böses hier in den Galactic Gebäude hier. Los, Bedienzante! Schneider! Let's go! So, hier war nichts mehr, hä? Sehr verdächtig hier das Ganze, ja? Doch, da war noch was! Da war ja noch was! TM46, Raub! Nice, Baby, gefunden. Okay, gehen wir mal rein, oder? Let's go!
Oh Gott, die denken schon, die wollen alle kämpfen hier, außer die Typen hier unten. Sie ergreifen die Sterne. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Nein! Okay, die wollen catchen. Wir sammeln Pokémon für den ganzen erstaunlichen Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Ja, komm, erzähl einem nicht vom Pferd. Doppelkampf in the house. Wieder Schwachmaden am Start. Wie soll's anders sein? So, bis für Super, ne? Funkensprung. Ist alles nicht effektiv hier. Aber der One-Shot kommt. Nice, cool. Alles One-Shot, gut, gute Sache, Baby. Charmian kommt. Da wäre Kampf besser. Aber wir haben kein Kampf-Pokémon. Noch nicht. So, Funksprung auf Charmian. Oh, was ist los heute? Alles One-Shot? Das ist ja übel nice. Außer Panikon ist noch nicht weg. Das ist effektiv, hä? Naja, wegen Gift hier. Flinklaue regelt. Nice. Und wird sofort geklärt. Prompt mischst du dich ein. War ja klar. Aber du bist doch ein Kind. Ja, klar, aber... Das macht ja nichts. Ach du Scheiße. Was geht hier von der Party? Alle am Zocken, hä? Warte mal, wollt ihr nicht etwa alle kämpfen? Ach du Scheiße. Das könnte etwas länger dauern. So, wechseln raus zu Staravia. Mal Pflanze gegen Käfer. Ist nicht gut. So. Und was kommt? Die Tackle, okay. Das sieht ja nicht viel ab. Was machen die hier? Die zocken alle. Super kommt. Wir müssen raus zu Luxio. Let's go. Luxio regelt das für uns. Funkensprung bitte, danke. Sehr schön. Und weg mit dir, Zubat. Ich hab versagt. Bitte verzeih mir, Boss. Du luscher Junge. Oh
Okay, anscheinend wollen nicht alle kämpfen von denen. Das war ja ein bisschen übel übertrieben. Aber da will ich schon mal kämpfen. Das ist schon mal ganz nice. Hat Shaloku. Haben die alle solche komischen Pokémon? Wampel, Zubat, Panikon, Shaloku. Wozu? Und dann noch voll unterentwickelt. Das ist nicht mehr schön. So, und tschüss für Shaloku. Was soll denn das bitte, hä? Die erforschen die mystische Kraft von Pokémon. Okay, anscheinend wollen die hier nicht alle kämpfen. Nur die kämpfen, die alte hier. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. Ich komme vorbei, um sie zu retten für euch. Und nicht euch das was spende, Junge. Ihr Typen, Junge. Die reinste Meise habt ihr. Einwechslung zu Staravia. Mehr Besttraining für uns das Flug-Pokémon geht ja nicht, gell, oder? Giftstachel. Alter, instant die Vergiftung, Alter. Das gibt es nicht. Es wird Zeit eigentlich für den noch eine richtig gute Flugattacke hier von Staravia zu lernen. Irgendeine muss doch geben. Pixar, Pixar, Pixar vielleicht. Level 24, nice. Immer noch vergiftet. Shaloku betritt das Kampffeld. So, Flügelschlag regelt wieder. Unsere beste Attacke von Staravia momentan. Da kommt nichts dagegen an. Super, wir gehen raus. Luxio, los! Level 22 haben wir das schon. Das ist ordentlich. Kampf und Funkensprung. Wunderbar, auf einen Volltreffer sogar. Nice, Baby. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Du Balk! Ein bisschen kurz heilen. Gegengift nehmen wir für Staravia. So, geheilt haben wir. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Die unser Boss erschaffen wird. Oh, die haben sogar einen Forscher engagiert. Kadabra. Na, da haben wir ja schon ein bisschen in Perpetto. Wunderbar, mit Biss. Ah, noch Psychokraft. Was singt
Genauigkeit. Andere CMP ist cleared. Galabra ist von. Krass, ein entwickeltes Pokémon. Mit ein Dings fort. Bis. Okay, wir machen für Horrorblick, machen wir. Wir machen Groll weg. Die. Damit kommst du nicht davon. Müssen wir es heilen? Wir gehen erstmal, Freunde, ganz entspannt erstmal ins Center. Bevor wir hier weitermachen, alles zu zerstören. Wir müssen heilen. Das nervt ein bisschen hier, das andauert wieder neues Zeug, das da steht hier zum Zerschneiden. Einmal weg ist doch immer weg, oder? Nee, der muss andauernd neu spawnen. Vielen Dank für deine Geduld, deine Pokémon sind top fit. Siehst du, wie jetzt hier wieder neu gespawnt? Das ist doch sinnlos, oder? Wenn es einmal weg ist, dann ist es weg. Und nicht, dass wieder andauernd wieder bei neuen Laden des Ortes neu spawnt. Totaler sinnloser. Naja. So, auf zur Runde 2. In Galactic Hauptquartier. Mit denen sind wir fertig. Und was geht hier für eine Party? Haspiro und Pipi. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehen sie unsere Pokémon? Was sollen sie damit erreichen? Was hast denn du hier verloren, du Balk? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Oh, ein Commander. Jupiter. Super. Standard-Pokémon von Team Galactic war 18. Holy moly. Jupiter! Die hat bestimmt auch Schnurrgast. Wette ich mit dir? Level 25 für Schleckereien. Skunk was? Skunk Tank! Okay, das komische Stinktier da. Ha, wie anmaßend. Von dir. Mehr konnte ich auch nicht lesen. Was? Flammwurf. Level 20. Holy moly. Da brauchen wir mit Dings gar nicht antreten. Mit Schalkerei, da war es hier ein Todeskampf hier vom Feinsten.
Alter, das sind das Vieh drin auch schlecht ab, Junge. Oh, die muss ja geht klar, oder? So, Vogelsprung, let's go. Schön mit auf Flammenwurf. Vogelsprung. Ich muss sagen, die Commander haben es echt getroffen. Mars war schon gut mit Skunka und mit der Schnurrgas, aber jetzt die hier. Junge, 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 Junge. Flammenwurf in Stereo. Das war's für Luxio. Hammerhart, oder? So, was ist jetzt mal ein? Das Einzige, was noch Sinn macht, wäre Staravia. Das Vieh ist ja Unlicht. Da wäre Geist fatal. Der ist also noch Staravia MVP. Bei Pflanze wären wir sofort hinüber durch Flammenwurf. Das können wir hier nicht springen. So, ruckzuck, wir fangen First an. Schon wieder vergiftet. Das Vieh ist gut. So, und auf Flügelschlag. Der cleart fast. Alter, übelst ein brutaler Flammenwurf. Und geschafft, sehr gut. Finalschlag. Das war übel. Mit Flammenwurf hätten wir schlechte Karten mit Schreckereien. Das ist Brutkreis. Kroll zu lernen. Die HP letzte Tag mit Zwiebeln wurde um 4 gesenkt. Das lernen wir für Konfusionsstrahl. Die Commander sind echt gut. Von den Kind fertig gemacht. Ha, ich hätte mir so unachtsam sein dürfen. Naja. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Status sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Krevin-Kraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar! Das ist ein letzter Warnung, ha! Was ist denn mit der Rische? Was einmal? Danke dir, habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galactic, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Also her damit! Die wollen das einfach so stehlen? Ja, die Logik, na klar, Junge. Moment mal. Das ist der Typ aus dem Fahrradladen. Reiners Fahrradladen. Ja, der war ja hier gefangen gehalten worden. Warum auch immer. Komplett los, das. Jetzt sind sie alle fort. Jetzt könnten wir eine Sache machen, Freunde. Alle PCs hier oder Laptops mitnehmen und verscherbeln. Das ist der Plan. So. Wieder erstmal die Bäume wegholzen mit Zerschneider. Didi.
Healing, Healing, Healing. Du, 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 du. Aber Staravi hat uns den Arsch gerettet hier. Das war schon ganz nice. So, wir haben es schon dunkel hier. Mittlerweile. Ich denke immer, ich habe hier immer irgendwas verpasst. Wie genau, ja. Wir waren hier noch gar nicht drinne. Oder waren wir schon drinne? Ich weiß es nicht mehr. Also hier ist der Fahrradladen, denke ich mal. Der ist hier. Ja doch, wir waren ja schon drinne. Na dann ab zum Fahrradladen. Das kostenlose Bike abholen. Das E-Bike. Hinein mit uns. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich dich erkenntlich zeigen soll. Danke fürs Fahren, Kollege. Hä? Wo will denn der mit uns hin? Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welches entscheidest du dich? Ich würde sagen, wir nehmen grün, hä? Ja, komm, nimm mir grün. Ja, nice! Das grüne Fahrrad sollte es sein. Jawohl! Eine vortreffliche Wahl, mein Freund. Diese kräftige Grün erinnert mich an Unweigerliches an den Samen auf Bisasams Rücken. Hä, wie kommt der auf Bisasam? Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du hältst das Fahrrad umsonst. Das ist cool, das Fahrrad. Schwing die Sattel, let's go! Fahrrad, B-Knopf und Gang zu wechseln, alles klar. Okay, das ist wie ein Schwert und Schild hier. Das ist aber übelst schnell. Hä? Oh wow, du hast ja ein Fahrrad. Damit kannst du über den Radweg direkt nach Herzhofen düsen. Probier's mal aus. Das ist ein Riesenspaß. Okay, anscheinend lässt er uns gar nicht mal weiter mit dem Fahrrad. Nach Herzhofen ist die nächste Arena, denke ich mal. Okay, wir kommen direkt mal auf Konix Club. Ach, ich will das Fahrrad wieder ausstellen. So, Fahrrad. Absteigen. Puh. Absteigen, let's go. Ich steck mal hier runterwärts, geht's dann wieder nach Erzling, hä? Was will denn die jetzt? Oh, du hast etwa kein Erkundungsset dabei. Dann sollst du das mal... Was? Okay, wir müssen mal noch zum Pokémon-Sender. War das der Typ wieder? Mit dem Erkundungsset?
Moment mal, das muss ich noch mal genauer lesen. Was sie von uns wollte gerade. Dann solltest du mal mit dem Mann im Haus neben dem Pokémon Center sprechen. Hä? Also hier den. Haus des Untergrundmanns. Tiefgründige Abenteuer. Das ist ja Francy. Aber Freunde, ich will nochmal kurz ins Gras gehen. Nicht rauchen, nicht falsch verstehen, aber gell? Schon mal gucken, was hier in Dunkel im Gras gibt. Hoffentlich nicht noch Blödsinn. So wie Beliza das keiner braucht. Der des Untergrundmans! Ist immer cool. Anscheinend kommen wir jetzt in den Untergrund noch. Ein Hut. Nice. Hier kommt noch Schrott hier. Einen Versuch haben wir noch. Was kommt? Ein Bediza. Das Vieh kann ich auf den Tod nicht leiden. So, Flucht auf dezent Flucht. Das war's dann aber, da, Freunde, mit diesem Part. Wir haben einen Commander zerlegt wieder. Wir haben es Fahr gekriegt. Was eigentlich ganz gut ist. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.